Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Imperium Romanum. Ein bisschen mussten wir schon einstecken, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen was ausgeben, damit wir da keine Kriminellen hervorbringen. So, jetzt die große Quizfrage. Was könnten wir denn verkaufen? Stein könnten wir verkaufen. Ja, machen wir doch mal. So, Kaserne hätten wir damit gebaut. Zack. Und da haben wir direkt ein paar Trüppchen mit erzeugt. Jetzt wollte ich schon sagen, gezeugt. Erzeugt, natürlich. Natürlich, so. Irgendwie fehlt mir ein bisschen gefühlt der Platz. Also ich werde dann nochmal hier hinten noch ein paar Häuschen bauen können. Hier vielleicht auch. Da wir hier einen Steinbruch haben, würde sich das auch anbieten. Ein Rohstoffspeicher hat seine Arbeit eingestellt. Was? Der Senat lässt dir mit Bedauern mitteilen, dass die Lieferungen mit Rohstoffen ab sofort an einen anderen Außenposten erfolgen. Las Medulas wird künftig alles Baumaterial selbst produzieren müssen. Na gut, dann ist das so. Next. Du sollst die nördlichen Barbarendörfer erobern, um Zugang zu dem reichen Goldvorkommen zu erhalten. Die Römer benutzten den Begriff Barbar für jeden, der nicht gräko-römisch war. Mhm. So, dann könnten wir das Dorf hier... Die haben nur Schwertkämpfer, das ist sehr gut. Wenn wir jetzt noch eine weitere Schützenkaserne hätten, dann könnten wir da sehr schnell für Rambazamba sorgen. So, hier dann erstmal noch eine Straße. So, komm, machen wir noch eine Schützenkaserne. Direkt neben der alten. Wir sollten vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Lehm produzieren. Ein verlassenes Gebäude. Ja, ich weiß es doch. So, bis hier kommst du hin. Das heißt, du hast bald deine Arbeitskräfte. Zack. Geht doch. Ich habe noch gar keine Tavernen stehen, fällt mir gerade auf. Stimmt, ich habe ja überall erstmal nur den Marktplatz gebaut. So, dann machen wir hier noch eine Taverne. Zack. Ja, wobei, Moment. Die positionieren wir ein bisschen um. Machen wir die hier hin. Ich will doch hier gerne meine Straße haben. So, Siedler haben wir jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass wir jetzt eine Mission haben, wo wir kein Problem mit Siedler haben, weil ich die Schule früh genug gebaut habe. Das finde ich super. Stoffe sieht auch ganz gut aus. Ah, Wurst muss ich ein bisschen hinterher schauen. Es gibt zu wenig. Oha. Aber wisst ihr, warte, wir machen einfach hier hinten noch ein Warenlager hin. Dir fällt ein dunkleres Gebäude auf. Warte mal. Mehl habe ich ja doch relativ viel. Machen wir mal eine weitere Bäckerei, die kommt mal hier hinten hin. Ich überlege, ob ich die abreiße, aber dann sind die Ressourcen natürlich weg, ne? Wer greift an? Ach, guck einer an. Legionäre bereiten sich vor, die Eindringlinge abzufangen, bevor sie die Stadt plündern. Ach, dann bereitet euch mal schön vor. So, jetzt klatscht das aber keinen Beifall. Zack, direkt auf die Schnauze. So sieht's aus, Kollegen. Dann würde ich auch vorschlagen, nutzen wir direkt die Gelegenheit und, blasen zum Gegenangriff. Ich mache das mal kurz ein bisschen langsamer, dass wir in Ruhe alles positionieren können.
So, dann hätten wir nämlich hier schon direkt jede Menge Gold vorkommen und jede Menge Platz. Das finde ich super. Du bemerkst einen Menschen. So, dann kokelt mal bitte schnell das Dorf ab. So, und es ist weg. Zack. Zack. Und zack. Und das hier hätten wir erledigt. Du erhältst 20 Denarii für jeden glücklichen Bürger deiner Stadt. Lateinisches Sprichwort. Ubi bene, ibi patria. Vaterland ist, wo immer es gut ist. Mhm. Dir fällt ein dunkleres Gebäude. Ja. So, dann machen wir jetzt hier erstmal eine Straße hin. Gut, da wird es nichts mit der Straße, da ist es ein bisschen zu eng. Egal, lassen wir es so. So, ganz wichtig, Marktplatz. Ganz wichtig, Altar. Ganz wichtig, Präfektur. So, und ich würde auch vorstellen, dann könnten wir direkt, was? Subventionen? Du erhältst 20 Denarii für. Ja, komm, das nehmen wir mal. Zack. Du sollst 50 Ladungen Golderz sammeln und nach Rom schicken, um dann die Erlaubnis zu bekommen, Gold zu Höchstpreisen zu exportieren. Mhm. Die spektakuläre Landschaft von Las Medulas entstand durch die Ruina Montium, einer römischen Mine. Sie entstand durch Aushöhlung des Berges und anschließender Flutung mit Wasser, bei der Gesteinsschichten wortwörtlich hinabgespült wurden. Okay, ich würde sagen, da wir eine Armee haben, wir ziehen noch eine weitere Karte. Sobald dieses Ereignis endet, verlierst du alle Denarii bis auf 300. Oha! Einer deiner Freunde im Senat berichtet, dass ein hochrangiger Beamter Roms auf dem Weg in deine Stadt ist, um den Vorwurf der Korruption gegen dich zu untersuchen. Obwohl das pure Verleumdung ist, hofft der Ermittler insgeheim. Muss ich mal ganz schnell. Ah, was kostet denn Geld? Ich muss jetzt irgendwie Geld ausgeben. Philosophenschule, so hätten wir das schon mal. Therme, kriegen wir dich hier irgendwo unter? Komm schon. Na, ah, zu spät, ist schon weg. Sobald du sollst. So, gut, dann fangen wir jetzt erstmal an. Mit dem Golderz. Was ist denn jetzt hier das Problem? Haus und Altar sind noch vorrangig. Fehlt Baumaterial? Ja, Holz haben wir recht wenig, ne? Könnten wir mal ändern, indem wir hier mal vielleicht den einen oder anderen Holzfäller positionieren. So, da hätten wir auch nochmal zwei potenzielle Minen. So, da müssen wir nur gucken, dass wir hier noch ein bisschen der Arbeiterschaft das Ganze etwas näher bringen. Wir meinen, dass wir hier Häuser bauen. Ein Berater berichtet. Ah, wieder mehr Sklaven benötigt. Toll. Steuern kann ich auch nicht erheben. Aber ich habe ja Gott sei Dank schon meinen Handelsposten. Wo ich ein paar Steine loswerde. Aber die bringen gerade noch nicht so furchtbar viel. Du bemerkst eine Menschenmenge in der Nähe des Forums.
Warte mal, wovon habe ich denn viel? Eisenerz habe ich relativ viel. Das könnte ich vielleicht gewinnbringender loswerden. Nee, Tatsache nicht. Schade. Ein wütender Priester. So, einmal um die Krise hier zu beenden. Jetzt kommen wir nie in die Puschen hier. Ja, uns fehlt gerade Holz tatsächlich ohne Ende. Manche deiner Bürger sind sehr arm. Jetzt muss ich ja noch Geld in dich investieren. Kriminell. Obwohl ich schon so wenig habe. Du bemerkst ein Gebäude in äußerst schlechtem Zustand. Es ist doof, aber ich glaube, ich muss switchen, weil die Steine bringen zwar gut Geld, aber ich verkaufe jetzt erstmal Marmor, auch wenn es teurer ist. Ein Plebejer ist dir auf den Stufen des Forums. So, was haben wir hier noch? Arbeiterknappheit. Krise beendet, yay. Gott sei Dank. Du bemerkst eine Menschenmenge. Ja, Kinders, ich weiß es doch. So, aber jetzt habe ich, haha, jetzt habe ich genug Geld für weitere Sklavenunterkünfte. Yay! Aber warte mal, nee, Moment, stopp. Brechen hier ab. Warum nicht mal hier hinten hin? Ja, glaube ich, hier eher das Problem nicht. Ein Berater berichtet, manche deiner Bürger sind sehr arm und könnten. Du staunst darüber, wie sehr sich die Stadt in der letzten Zeit verändert hat. Selbst 10 Einheiten Leben, das ist nett. Und ich bin pleite. Das ist nicht nett. Hoffen wir mal, dass du bald ein bisschen was verkaufst. Wobei, warte mal, wie viel könnten wir denn für Golderz jetzt aktuell kriegen? Können wir nicht verkaufen, super. Müssen wahrscheinlich erstmal das hier schaffen. Und schalten dann wahrscheinlich erst frei, dass wir es überhaupt verkaufen können. Vermute ich jetzt zumindest mal. Manche deiner Bürger sind sehr arm. Super, ich kann dir jetzt leider keinen Obolus geben. Um dich ein bisschen monetär zu feeden. Aber wir haben schon 12 Einheiten, vielleicht haben wir es ja bald. Und dann können wir Gold endlich verkaufen. Zumindest soweit die Theorie. Mal gucken, was die Realität davon hält. Ich hoffe viel. So, bei uns geht die Wurst bald aus. Was ist jetzt? Manche deiner Bürger sind sehr arm und könnten kriminell werden. Aber ich habe jetzt 400 wieder, das ist gut. Dann spenden wir da mal was. Spenden wir auch dir was. Ja, komm. Du bist auch gerade am Verarmen, du auch. Zack, und wieder alles quasi weg. Wie viel Golderz haben wir? 27, das ist sehr gut. Mehr als die Hälfte haben wir. Fleischerei hin. Ein verlassenes Gebäude am Rand. Ja, ich weiß es doch, Mensch. Wird sich aber erledigt haben, sobald die beiden hier stehen. Zack. Oder die drei Häuser vielmehr. Dir fällt ein Dunkel. Wie schaut's aus? 42, wir haben es gleich. Da fehlt Stein. Haben wir überhaupt. Ja, doch, hier haben wir einen Steinbruch. Ja, das ist aber, glaube ich, der einzige, ne? Ei, 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 ei. Sorgen wir dafür, dass da wenigstens 2 Larrys arbeiten. Nein, da war noch einer. Sehr schön. Und wir haben es. Sehr gut. So, dann bitte einmal wechseln zu Golderz. Für 20 Schleifen. Ja, sehr geil. Ein Plebejer ist dir auf den.
Das wird wunderbar jetzt. Wir ziehen eine Karte. Alle Denarii über 300 wurden konfisziert. Statthalter, während man euch überprüft, dürft ihr nicht mehr als 300 Denarii besitzen. Ihr werdet sicher eure Unschuld beweisen, aber das mag etwas dauern. Ah, super. Okay, da muss ich jetzt irgendwie dafür sorgen, dass Geld ausgegeben wird. Ja, ich gucke, ein Haus kostet 100. Passt doch. Dann machen wir einfach ein paar Häuser. Und vielleicht nochmal hier eine Tuchwerkstatt. Und noch ein paar Häuser. Dann hoffe ich mal, dass ich da nicht drüber komme. Dann sollten wir vielleicht hier erstmal den Handel einstellen. Nicht, dass zu viel Geld reinkommt. Oha. Du merkst eine edle Residenz. Die erste Villa steht. Neues. Manche deiner Bürger sind sehr arm und könnten kriminell werden. Ja, du kriegst gleich was. Kriminelle arbeiten jedoch nicht und legen Feuer. Deine Präfekten werden versuchen, sie zu ver... Bla, bla, bla. Zack, bitteschön. So, du bist auch arm, dann kriegst du als nächstes eine kleine Geldspritze, sobald wir es haben. So, fühl mich zum Schotter. Komm, komm. Anderthalb Minuten müssen wir noch unter 300 bleiben. Sekunden, also Ingame-Sekunde, da wir ja jetzt dreifaches Tempo haben, ist es entsprechend ein Drittel der Zeit, heißt noch 10 Sekunden. In Real-Time quasi. Der Senat erteilt dir die... Yay. Allerdings. Zack, so, Gott sei Dank. Ein Rohstoffspeicher hat seine Arbeit eingestellt. Der Senat beschließt, dass sich deine Siedlung nun selbstständig versorgen kann und stellt die Nahrungslieferungen ein. Falls du nicht schon ausreichend Plantagen und andere nahrungsmittelproduzierende Bauwerke besitzt, solltest du sie nun bauen. Ach doch, hat er. Baue 5 Goldminen. Mhm. Rom befiehlt den Ausbau der Goldförderung. Du musst eventuell einen neuen Außenposten bauen, beginnend mit einem Warenlager, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen. Historisches Zitat. Was in Las Medulas geschieht, übersteigt das Werk von Giganten. Mhm. Gut, kann man so sehen, muss man aber nicht. Ist ja auch Wurscht. Apropos Wurscht, wie sieht denn unsere Versorgung mit Wurscht aus? Ja, sieht ein bisschen besser aus, aber Brot ist wieder ein bisschen am Einbrechen. Deswegen machen wir jetzt mal hier. Weitere Bäckerei hin, da ist ja ein Warenlager, heißt, an Getreide kommt sie ja ran. Beziehungsweise an Mehl. Und hier können wir weiter Gold verscherbeln. Dir fällt ein dunkleres Ge- So, wo wäre denn das nächste Goldvorkommen? Was haben wir hier? Marmor? Finde ich auch nicht verkehrt. Eisen. Was haben wir da? Da haben wir Gold. Ist zwar ein bisschen gefährlich nah am Feind, aber was wollen wir machen? Seien wir prügeln uns schon direkt bis hier hinten durch. Was wir, glaube ich, mit unseren aktuellen Truppen ohne weiteres tun könnten. Ja, wir könnten eigentlich schon die Barbaren direkt platt machen. Ich glaube, das möchte ich. Aber ihr Lieben, das mache ich nicht mehr in dieser Folge, sondern wahrscheinlich dann in der nächsten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.